So, hallo, ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Play Flight Simulator X. Wir fliegen das wunderschöne Flugzeug hier. Das ist ein Airbus A319 mit einer wunderschönen Helvetic Airways Bemalung. Der Ersteller von der Bemalung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut mal bei ihm vorbei. Und ja, dabei wollte ich noch einen kleinen Gruß an das Helvetic Airways Team, Helvetic Airways Virtual Team, muss ich sagen, ausdrücken. Die haben nämlich die Bemalung dreist geklaut und haben gesagt, dass sie nur für sie erstellt worden ist. Aber naja. Also was ich hier fliege, ist eigentlich ein Project Airbus A319. Und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe das Cockpit vom Airbus X genommen und hier eingebaut. Sozusagen ein Merge. Das war relativ kompliziert gewesen. Und ja, wie ihr seht, jetzt gehen wir nämlich ins Cockpit und dann glauben wir so. Voilà, hier das wunderschöne Cockpit aus dem Airbus X mit allen Funktionen. Es funktioniert eigentlich alles mehr oder weniger einwandfrei. Ihr könnt den Load Manager benutzen, alles Mögliche. Und ja, das hat, ja, es war nicht ganz einfach gewesen, aber ja, durchaus machbar. Ich hatte vor allem Probleme mit der Flugdynamik zu übernehmen. Aber nachher ist das dann auch gegangen. Okay, jetzt habe ich hier irgendein Problem noch. Und ich muss schnell von außen schauen. Ich tue schnell das Ding neu einstecken. Das habe ich schon letztens gehabt, dass er einfach den Steuerbefehl nicht annimmt. Aber naja, warte schnell. Ich schaue noch einmal von innen. Moment, ich tue das schnell fixen, bis näher. So, wir kommen zurück. Ich hoffe, ich habe es jetzt gefixt. Mal schauen. Ja, die Schubregler bewegen sich. Also, ich habe wieder eine Verbindung zu meiner Flugsteuerung. Ja. Ah, was ich euch noch zeigen kann, ist das hier. After Cargo, die gehen leider nicht. Aber man kann jetzt hier zum Beispiel die Fronttüren, kann man von hier vom FMC übrigens so aufmachen. Schauen wir schnell draußen. Wo ist es? Wo ist es? Ja. Ah, doch, die gehen auf. Cargo-Türen habe ich eben gemeint, gehen nicht, aber offensichtlich gehen die auch auf. Sieht nice aus. Easy. Tun wir es wieder zu. So. Voilà, seht ihr das? Wunderschön! Gut. Jetzt würde ich sagen, wir sind mehr oder weniger ready zum Triebwerksstart. Moment. Dazu natürlich Airbus-mässig einfach hier so und so. Und schon startet das rechte Triebwerk. Könnte hier noch 35.000 Fuß eindrehen. Auf so viel wollte ich eigentlich steigen. Vielleicht werden es nicht ganz so viel, wir sind relativ schwer. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir hier von Bern wegkommen mit dem Teil. Aber eben. Project Airbus A319 mit dem Airbus X Cockpit. Ist das hier gemerged und ja. Schauen wir hier, startet das Triebwerk. Mal noch von außen geschwind schauen. Ja, ja, es ist sich am Drehen. Voilà. Wir werden dann mit Flaps 3 starten, habe ich zur Sicherheit mal ausgewählt. Und ja. Moment, jetzt irgendetwas stört mich hier. Gewaltig. Dass das Teil noch nicht aufdreht. Es ist ja auf Start und so. Eigentlich sollte es aufdrehen, bin mir aber nicht sicher, warum das es nicht macht. Wir können natürlich mal Packs ausschalten. So. Oder läuft der so? Nope, der ist nicht da. Das ist nicht gut. Versuchen wir mal diese Seite anzulassen zuerst. Es scheint mir so, als hätte ich etwas vergessen. Jetzt hier. Ah, mal, es funktioniert. Okay. Wenn ich den Link zuerst mache, also Triebwerk 1 als erstes starten, dann geht es. Offensichtlich. Oh, dann werden wir doch noch einmal Triebwerk 2 versuchen und nicht mehr darüber reden, was vorhin gerade vorgefallen ist. Ich habe noch die Parkbremse, die ist gar nicht an, merke ich gerade, darum habe ich sie jetzt schnell reingetan.
Ja, tun wir einfach nicht darüber reden, was da passiert ist, wenn jetzt das Teil hier startet. So. Sieht auf 20% N2 jetzt, ja, du sollst reingehen, ja, geht rein, das ist gut. Ja, vergessen wir einfach, was jetzt da gerade vorgefallen ist und freuen uns, dass es jetzt gegangen ist, ohne Problem. Komisch. Aber ja, kann es geben. So, läuft's, läuft's, ist es stabil? Ich würde sagen schon, gehen wir hier wieder auf normal und PU bleed off. Tags tun wir wieder einschalten und die APU ganz ausschalten. Taxi Lights und so sind bereits eingeschaltet und dann würde ich sagen, rollen wir zur Bahn, über Bremse lösen und rollen. So, wunderschön, he? Jetzt habe ich gerade wieder eine so eine scheiß Performance, die ich noch nie hatte, die so beschissen ist im Moment. Eieiei. Easy. Ich glaube, es ist wieder so ein Debug hier beim Airport. Ich bin gerade wieder da. So, da sind wir wieder. Nach dem Performance-Problem. Naja. Ich glaube, jetzt fährt noch das übliche Gelag hier im Flugplatz an. Aber egal. Jesus Gott, ey, was ist das? Muss da wirklich mal dahinter und. Wir fahren viel zu schnell. Muss da wirklich mal dahinter und schauen, warum zur Hölle das Spiel so verdammt laggt. Das kann nicht normal sein. Das ist unglaublich. Air France. Fahren wir ganz hinten. Gut. Tun wir vorkehren. Dynamisch, dynamisch, schön kehren. So. Hey, das Gelenk, das halte ich ja nicht aus. Das ist unglaublich, weil wenn ich nicht aufnehme, läuft das Spiel ganz normal mit 30 Frames. Auch bei diesem Flugzeug, aber naja. Scheiß Dia-Show hier. Okay. Tun wir schnell anhalten. Bäh, einfach Parking Brake rein. RF, was wollt ihr? Speed Brake, also nicht Speed Brakes, Auto Brakes Max, Spoilers Arm. Takeoff Test. Config Flaps, ist mir eigentlich scheißegal. So, wir haben hier nämlich ein Problem mit dem Merge, nämlich die Flap-Anzeige funktioniert nicht. Jetzt hör doch mal auf, so dumm tun. Verdammt, ey. Jetzt packt hier wieder meine Speed-Brakes-Hebel. Verdammt, was ist das gewesen? Meine Speed-Brakes-Hebel. Packt wieder rum, aber jetzt geht's, scheint's zu gehen. Jo, dann würde ich sagen, wir gehen doch langsam. Ich tue hier langsam aufdrehen. Und dann machen wir die Hoge an. Dann drücke ich die Takeoff-Warnung wegen der Flaps weg und wir gehen. Boah. Wow, die Frames. Wow. Das kannst du nicht schauen. Genau aus dem Grund spiele ich das Spiel nicht gern. V1, rotate. So, pause the rate climb. Gear up. Das ist schon da oben gewesen. Warte. Egal, der Hebel ist schon da oben gewesen. Wieso immer? Naja, Fahrwerk geht rein. So, gehen wir zurück auf CL. CL. So, climb. Gut, Climb Trust ist drin. Jo. Ich würde sagen, wir machen doch noch gerade den Autopilot, den gleich mal rein.
Gut, würde ich sagen, gehen wir Autopilot rein. Flaps 2. Gut. Also jetzt ohne Scheiß, Entschuldigung für für die Frames hier, das ist nicht zum Anschauen. Gut. Außerdem habe ich in dem hohen Gelag vergessen, die Lichter umzustellen. Aber ist ja nicht so tragisch. Schauen wir geschwind von außen. Ich hoffe jetzt mal, dass die hohe Performance wird besser sein in Spanien, in Mallorca. Nicht nur das Wetter, sondern auch die Performance. Aber hier ist das Wetter auch sehr gut, nur so, by the way. So, machen wir hier mal ein paar Screenshots. Okay, ich glaube, er hat auf 250 auf beschleunigt. Nope, hat er noch nicht. Ich würde sagen, eigentlich ist die Geschwindigkeit schon gut, wir können schon lange auf Flaps 1. Aber naja. Gut, Flaps 1 set. So ist auch nice, hä? Einfach mal ein paar Screenshots machen für das Thumbnail, für den Daumennagel. Gut. So. Aber wie gesagt, das, was ich hier mache, also das, der Merch hier, ich weiss jetzt, viele von euch hätten den gerne, aber ich darf euch den nicht schicken, aus rechtlichen Gründen, weil es ist urheberrechtlich geschütztes Material dahinter. Aber naja, ihr könnt es theoretisch, wenn ihr den Airbus X besitzt, könnt ihr es selber machen. Ist aber wie gesagt ein bisschen Arbeit und ich weiß nicht, also ja, es gibt ein gutes Tutorial im Internet, allerdings bin ich nicht nach dem vorgegangen zum Schluss, weil wie sagt man, die Flugdynamik hat überhaupt nicht übereingestimmt, also ich habe einfach jetzt hier eigentlich 100% Flugdynamik vom Airbus X drin. Aber ja, gut. 12.000 Fuß, das heißt, wir können schon lange die Landelichter abstellen. Und hier kommen wir mit dem Luftdruck auf Standard. Also rausziehen. So. Gut. Ich bin gespannt, wenn er jetzt die Geschwindigkeit erhöht. Falls er es jetzt nach dem Waypoint nicht macht, würde ich dann schnell schauen, wenn er es macht. Da ist es. Das hat jetzt gelegt. Easy. Wann tust du beschleunigen? Jetzt, genau. Ja, bei diesem Waypoint. So, dann machen wir dann auf Flaps auf, sobald die Geschwindigkeit gut ist. Also die ist jetzt gut, also können wir Flaps ab. Gut. Wow, ja, das ist schon relativ geneigt, he? 30 Grad. He? Gut. Eigentlich könnt ihr jetzt schon lange beschleunigen, aber ich glaube, er macht es jetzt auch langsam. Sonst mache ich den Open Climb Modus. Das ist so etwas wie das Flight Level Change in der Boeing. Nice. Aber die hohe Performance, es tut mir wirklich leid. Darum zeige ich F6 nicht mehr so oft. Oder eigentlich fast gar nicht mehr. Die hohe Performance und vor allem das Flugzeug hat eine relativ gute Performance. Das ist auf meinem Laptop gelaufen wie nichts. Aber hier, wo ich's, auf meinem Laptop ist es gelaufen wie nichts, aber hier irgendwie gar nicht. Aber naja. Gut, 16.000 Fuß bereits.
Ich würde sagen, die Herren, Leute, also immer da hinten, 85 sind so der Zahl, können sich abschnallen. Wow. Die hohe Schräglage, ey. Nice, hä? Und aus der Tower-Ansicht können wir mal ein bisschen hinzoomen. Da ist der Flüger. Ja, wie gesagt, es gibt noch Bugs, zum Beispiel jetzt hier mit der Flaps angezeigt. Das ist ein Bug. Aber ja. Teak has Standby, das habe ich natürlich auch vergessen. Alles vergessen bei der hohen nicht vorhandenen Performance. Aber ja, so, können wir das hier aufladen? Leider nicht. Ich habe übrigens auch noch für einen X-Plane haben wir jetzt einen Airbus gekauft, das ist unglaublich. Ja, ein X-Plane Airbus, den werde ich euch dann vielleicht auch mal zeigen, wenn ihr da Lust habt. Bei dem kann man das hier zum Beispiel aufladen. Aber naja, dafür kann man hier beim Airbus, also bei dem Airbus hier schön da drauf drücken zum Beispiel. Dann wird das dann oben nie oder ausgeschaltet. Voilà. Gut, schon über 22.000 Fuß. Die Berge im Hintergrund. So. Ich frage mich auch, weißt du, die Helvetic Airways virtuell? Ich frage mich auch, geht es da eigentlich noch? Falls irgendjemand Ahnung hat, wie geht es da weiter? Ist meine Frage. Und ja. Vielleicht könnte es mal jemand sagen. Außerdem merke ich, je länger sie mehr, dass ich eigentlich gar keine schweizerdeutsche gerade Sätze mehr rausbringe in letzter Zeit. Also überhaupt nicht mehr. Ich nehme an, es ist ein verdammter Graus, mir zuzuhören. Aber naja. So. Aber wie gesagt, meine Frage ist, wird das überhaupt noch weitergeführt? Weil, ja, ich habe mich dort mal so als Mitglied bewerben und so. Aber irgendwie ist schon dann, die Webseite hat nicht richtig funktioniert. Und jetzt funktioniert es eigentlich gar nicht mehr. Es ist gar nicht mehr da oben. Und ja, Facebook-Seite ist jetzt auch schon lange nicht mehr drin gewesen. Das letzte war mit dem Airbus und dem Paint von mir. Beziehungsweise am Japaner, meinem guten Kollegen, der das für mich gemacht hat, die Bemalung. Wie gesagt, der ist schon verlinkt. Haben sie ein Bild gezeigt von dem Airbus. Die haben übrigens auch den Merch hier versucht mit dem Airbus X und haben das dann zum Download anbieten. Meine Frage ist jetzt, ich denke jetzt mal, es ist nicht ganz, also die Leute haben das sicher nicht ganz so gern, wenn man das so verbreitet, weil es ist ja eigentlich urheberrechtlich geschützt hier. Also wenn ihr jetzt den Airbus X habt, dann denke ich, ist es etwas anderes, als wenn ihr einfach so das näher runterladet. Wobei, ohne Airbus X wird das hier nicht funktionieren. Aber trotzdem, ihr habt ja dann gleich hier Cockpit-Texturen und so, wo möglicherweise ja, urheberrechtlich geschützt sind. Also jetzt nicht, dass ihr glaubt, ihr seid ein verdammtes Moralapostel oder so. Also, ich halte nicht viel vom Urheberrecht, eigentlich doch, man muss es respektieren, aber ich bin nicht so einer, der denkt, ja, da muss man das und das machen, oh, das ist so böse und so. So jemand bin ich überhaupt nicht, aber ja.
Was ist das für ein VR, das er da empfiehlt? Empfiehlt er überhaupt eins, da der hohe Pfeil? Das können wir herausfinden. Egal. Ich glaube, es ist da das SPR, also Saab-Pre-VR. Sind wir auch schon drüber geflogen mit der Saab damals. Und auf dieser Höhe erreichen wir jetzt unsere Reiseflughöhe. Eben auf dieser Höhe. Also auf der Höhe Saab-Pre erreichen wir unsere Reiseflughöhe. Es hat vielleicht nicht unbedingt viel mehr Sinn gegeben, aber naja. Also wenn ihr jetzt Eigentümer vom Airbus X seid, dann denke ich schon, dass ihr das hier, dass man das hier darf zum Download anbieten. Wenn. Ja, es ist egal. Egal. Wie gesagt. Wenn es dann fertig ist, wird der WTG Airways Virtual den aufladen. Dazu sollten sie erstmal wieder ihre Seite online stellen und so, aber naja. Falls jemand jetzt das Ding wirklich ein bisschen drin ist und ein bisschen Bescheid weiß, kann er ja mal in den Kommentaren schreiben, wie das so weitergeht. Aber naja. Es würde mich nämlich wirklich noch interessieren, weil ich würde eigentlich gerne mal so ein bisschen mit der Fokker und auch mit dem Flugzeug jetzt hier so ein bisschen fliegen. Da wäre ich wirklich sehr interessiert dran. Ich meine, sonst hätte ich mir niemals die verdammte Arbeit gemacht, ein Merch aus dem Project Airbus und dem Airbus X zu machen, nur damit ich Helvetic Airways fliegen kann. Also ja. Allerdings gibt es jetzt hier eigentlich noch so 2-3 Probleme. Was haben wir für eine Temperatur im Cockpit? 25 Grad. Uiuiui. Wohlig, hä? Eigentlich so 2-3 Sachen, die noch nicht so ganz, die noch nicht gefixt sind. Eigentlich nur noch eine grosse Sache, und das ist die Flaps-Anzeige. Die zeigt man einfach nicht richtig an. Also Flaps bleibt immer auf 0, die Vorflügel werden einfach rausgefahren. Das sind nachher hier in dieser Anzeige, die seht ihr hier auch. Also hier. Egal. Setzt ihr wieder beim Landen. Die funktioniert einfach nicht richtig, also er tut nur so, als würde die Vorflüge rausfahren. Aber dabei sind, werden die Landeklappen wirklich rausgefahren. Aber das sieht halt nur so aus, als würden nur die Vorflüge rausfahren. Ich hoffe jetzt mal, ihr habt einigermaßen verstanden, was ich eigentlich sagen wollte. Aber naja. Und da ist halt jetzt das Problem, in diesen Sekunden erreichen wir unsere Reiseflughöhe. Das ist jetzt eben das Problem, weil wenn ihr jetzt landet, dann tut ihr ja hier die Geschwindigkeit anpassen. Also jetzt haben wir ja hier eine rote Linie mit der Höchstgeschwindigkeit und nachher unten dran eine rote Linie mit der Mindestgeschwindigkeit bis zum Strömungsabriss. Und die wird jetzt halt, weil sie im Flugzeug falsch angezeigt wird, wird die Geschwindigkeit nicht richtig berechnet. Ihr versteht, was ich meine. Also, ihr habt jetzt Flaps 3, er will noch aber, also Flaps Full, aber er will noch nicht langsamer fliegen als irgendwie 160 Knoten, was irgendwie eine angemessene Geschwindigkeit bei Flaps 1 wäre. Also, er bleibt dann steinhart, lasst ihr euch nicht langsamer fliegen als 160 Knoten. Wäre der Flieger jetzt hier ein Boeing, wäre das nicht ein grosses Problem, weil bei der Boeing geht er einfach in den roten Bereich rein. Wahrscheinlich würde jetzt zwar die Strömungsabrisswarnung kommen, also der Stickshaker. Aber es würde nicht mehr passieren. Vielleicht würde der Autopilot rausfallen, ich bin mir da jetzt nicht 100% sicher. Also sagen wir, im schlimmsten Fall geht der Autopilot raus und der Stickshaker kommt rein. Ich weiß nicht, ob der Stickpusher kann man glaube sogar abstellen, also dass der dass es automatisch vordrückt, das kann man bei Boeing abstellen, bin ich sehr, sehr überzeugt davon. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so einen 737 Stickpusher hat. Egal. Ich denke es schon, aber egal. Es geht mir nicht um das. Das Problem ist, bei dem Boeing könnt ihr es austricksen. Also ihr könntet jetzt da problemlos manuell mit 120 Knoten auf Flaps Full im roten Bereich anfliegen. Und das Einzige, was ihr hättet, wäre ein Stickshaker. Ein nerviger Sound und irgendwie ein paar Master Cautions, die leuchten. Aber mehr passiert nicht. Das ist bei Airbus ein bisschen anders, weil wenn ihr jetzt hier mit dem nur annähernd in den roten Bereich kommt, dann tut sich das Fly-by-Wire melden und ihr könnt ihn richtig aufziehen. Es ist also ein Überziehen-Limit, wird nachher darüber, wie nennt man das, ich weiß gar nicht. Einfach, dass ihr nicht könnt überziehen könnt, tut ihr nachher die Nase nicht mehr auf, wenn ihr dran zieht. Und sobald ihr im roten Bereich ankommt, dann
macht er automatisch den Autothrottel rein und geht auf die Hoga mit der Leistung. Bis er nachher wieder aus dem roten Bereich raus sitzt. Also es ist nicht möglich, mit einem Airbus so langsam zu fliegen. Er ist gar nicht steuerbar und er vom Fleiben her gar nicht steuerbar und der Thrust, wie sehen wir den, die Schubregelung wird es gar nicht zulassen, so langsam zu fliegen, weil sie automatisch Take-off, Go-Around Power, also einfach Vollgas gibt, sobald er ins Rote kommt. Das ist einfach ein das Problem. Darum kann man mit diesem Flugzeug ziehen. Ich fliege immer nur mit Flaps 3 an, weil Flaps Full geht gar nicht. Der bringt die Nase gar nicht auf. Also ihr würdet so oder so auf dem Bugfahrwerk landen. Bei Flaps 3 geht es gerade so, aber das werden wir dann sehen. So. Tinte ist der motherfucking top of descent. Eieiei. Gut. Wir können eigentlich hier noch ein bisschen ich hoffe jetzt mal durch die Schalter hier durchschalten. Ich hoffe jetzt mal, ihr habt einigermaßen verstanden, was ich eigentlich erklären wollte. Ich habe nämlich immer das Gefühl, in diesen Huren Let's Plays, wenn ich mich selber anlasse, kann ich mich überhaupt nicht artikulieren. Aber naja. Gut. Engine. Bleed. Hey, letztens bin ich so etwas von durchgefallen, wenn man hier auf All drückt. Dann ist das nämlich hier ein Dia-Show. Dann drückt er hier automatisch durch. Nach einer gewissen Zeit. Zumindest habe ich das gemeint. Oder jetzt wenn wir mal hier kurz ein bisschen beobachten, was passiert. Dann sollte ich eigentlich automatisch schnell weiterschalten. Zumindest bin ich davon überzeugt. Weil, wenn ihr dort auf All drückt, im Airbus also im X-Plane Airbus A319. Ich kann mich wirklich nicht mehr artikulieren, das ist unglaublich. Wenn ihr das drückt, im X-Plane A320 ist es. Im X-Plane A320. Dann ist das hier eine verdammte Dia-Show. Dann wird das irgendwie alle Sekunden wechseln, der Bildschirm. Da bin ich mal einfach verreckt vor Lachen, weil ich nicht mehr gewusst habe, wie man den Scheiß ausschaut. Wenn dann er hier irgendwie auf Hydraulik drückt, dann schaltet er automatisch wieder zurück. Aber auch hier scheint das nicht so zu sein. Und dann Vermeldungen hier im oberen Display, also wo hier kommen Fehlermeldungen wegzudrücken, müsst ihr dann hier auf Clear drücken. Wie das hier im Airbus ist, wie das hier im Airbus X ist, weiss ich nicht. So. Da wollte ich lieber nicht drauf drücken, es ist rot unterlegt. Weiss auf rot ist nie gut, weiss ist oft auf rotem Grund. Das ist die Helligkeit. In einem Schalter ist nie gut, der rote Schalter ist nie gut. Okay, das ist die Helligkeit. Terrain, also die Terrain-Ansicht funktioniert sowieso nicht. Aber ja, naja. Welche Helligkeit ist jetzt das gewesen? Das ist die Helligkeit. Völlig übertrieben, so. Wie gesagt, wir sind auf 350 und ja. Pedal Disconnect kann man hier auch noch drücken. Ist Teil von einer Checkliste, die ich nicht mache. Aber naja. Das Escape Rope, das Fluchtseil. Ich glaube, das hier könnt ihr jetzt neuerdings, seit dem Update, habe ich gemeint, kann man die Dome Lights hier, kann man. Wie sagt man, dimmen, irgendwo habe ich gemeint. Allerdings ist das nicht so. Wahrscheinlich kann man das nur im X-Plane A320, wo ich in letzter Zeit relativ oft geflogen bin. Aber naja. Chronos könnte man beim Start einschalten. Aber egal. Oder müsste man beim Start einschalten, mit anderen Worten. Press, was ist denn hier jetzt Press? Ja, Kabinendruck. Cabin Pressure, wenn schon. So, Cabin Press. Elektrik.
Hydraulik ist, glaube ich, alles im grünen Bereich, oder? Ja, ich nehme es an. Fuel, alles gut. Oh, die mittlere Benzinpumpe da hier könnten wir theoretisch ausschalten. Die brauchen wir nämlich nicht. Ist es hier, sind die hohen Benzinpumpen? Ich bin gerade verwirrt. Ah, hier, Fuel. Aber hier ist jetzt im Moment im manuellen Modus. Fuel Tank Dings, ja, das können wir wegdrücken, vielen Dank. Habe ich ausgeschaltet, weil sie müssen auch nicht eingeschaltet sein, wenn nichts drin ist. Sieht es jetzt aus? Ja, genau so. APU läuft nicht. Air Conditioning ist eher auf heiß gestellt. Machen wir es mal kühler. Mal schauen, wie das aussieht. Wir jetzt mal hier im Cockpit, tun wir das mal ein bisschen auf kühler einstellen. So, das sollte sich eigentlich. Ich hasse es, wenn es ändert hier. Sollte es jetzt ändern, wieder kalt werden. Also jetzt, ihr seht ja schon, es kommt langsam schon wieder runter vorne. 21 Grad wird jetzt, glaube ich, eingeführt, wenn ich das richtig interpretiere in dieser Anzeige. Aber naja. Doors sind natürlich zu. Das ist das Fahrwerk. Temperatur vom Fahrwerk. Flight Controls. Süß. Was ist das? Recall? Clear haben wir nichts. Es ist auch keine Meldung. Aber naja. Sind wir hier mal ganz gemütlich Richtung Mallorca fliegen. Was auch gut ist, der Airbus tut nicht mehr spacken bei schlechten Frames, der hat es gesehen. Weil vorher war nämlich die Fly-by-Wire-Berechnung an den Frames von den Frames abhängig gewesen. Und der hat es umgepackt und zum Teil ist der Flüger hat's auf den Ring gedreht, weil es irgendwie geleckt hat oder so. Das kommt jetzt auch nicht mehr vor, seit dem Update. Ja. Da unten regnet es. No smoking. Ah, ihr könnt ihn einschalten und dann dran wieder resetten. Das ist, glaube ich, für einen Sitz zu einstellen. Irgendeine Anzeige. Hast du gehört, das ist Kerstenbecher dort hinten. Waste. No cigarette. Das Portal. Wie geil ich jetzt das ausgesprochen habe. Egal. Gloves. Leider ist keine Kabine simuliert, sonst würde ich mal ein bisschen Kabine hindern. Aber naja, Cockpit Door Video können wir das da oben vielleicht auch noch einschalten. Leider nicht, dazu müssen wir hier unten drücken. Die Manual Gear Extension ist leider auch nicht simuliert. Aber naja. So. Kann man das irgendwie abklappen da, die Sonnenblende? Das wäre jetzt noch ein Versuch wert. Scheint nicht zu gehen. Schade. Aber hier sollte es gehen, ja, da geht's. Genau. So. GPWS Terrain könnten wir ausschalten. Gibt mir das, Scheiße, gibt mir das eine Anzeige im Dings? Nope, gibt es mir nicht, leider. Muss es wahrscheinlich auch nicht.
Die Wipers funktionieren, das weiß ich. Sind die von außen werden die jetzt nicht animiert sein, aber das können wir jetzt ganz schnell schauen. Nein, sie sind nicht animiert. Sieht nice aus. Dann müssen wir wieder ausschalten. Sehr schön. Gut. Was jetzt noch ein kleiner Bug ist, ihr seht ja hier die Positionslichter auf der Seite. Die sind ein bisschen verbuggt, aber das liegt am Project Airbus. Das könnte ich vielleicht auch noch versuchen zu fixen. Aber das ist jetzt nicht meine höchste Priorität, das zu fixen. Weil... Naja. Ich denke jetzt mal, es gibt schon einen Fix vom Effekt-File. Müssen wir da vielleicht schnell ändern. Aber naja, ein anderes verwenden, wo das nicht vorkommt. Aber das ist ja gleich eigentlich. Ist nicht so tragisch. Ich bin müde. So. Ja, wir fliegen jetzt hier, weiß ich nicht wie lange, einfach geradeaus. Das ist meistens das langweiligste. Es ist nicht nur meistens der langweiligste Teil, es ist immer der langweiligste Teil von einem Flug. Hey. Und wir haben noch nicht einmal das Meer in Sicht. Es ist sehr deprimierend. Wie weit ist es denn noch? Fluggeschwind im FMC? 370 Meilen. Easy. Ich würde sagen, bevor ich hier noch vor Langeweile einschlafe, plane ich doch mal die Arrival planen. Wir gehen auf Bahn 24 oder so etwas. Localizer? Nein, sicher nicht Localizer. Bahn 24 RZ. Wahrscheinlich Right. So, dann wir das auswählen. Und unser letzter Waypoint ist, glaube ich, Fuck. Kann es Lunik sein? Arrival. Gehen wir mal wieder zurück. Genau, ist Lunik. Lunik. Gut, ich glaube, ich habe schon das Richtige ausgewählt, oder? Ja, genau. Insert. Ja, fuck, jetzt muss ich. Ist jetzt wieder mühsam. So, komm. Arrival. Und jetzt tun wir hier wieder die Längebahn auswählen. Und zwar nicht Localizer-Anflug, ein ILS-Anflug bitte. Da hier. Das scheinen ja beides die gleichen zu sein. So, jetzt habe ich es rausgebracht. Komisch. Also versuchen wir Lunik zu finden. Luni One Papa. Ja, tun wir das mal einfügen. Warum ist er mit dem Schub zurück? Egal. Wir gehen mal kurz weiter. Ja, da ist der Top of the Sand. So, ich werde dann mal versuchen, jetzt hier wirklich am Airbus zu vertrauen mit dem Sinkflug. Es kann jetzt auch gehen, das wisst ihr ja von Airbus, das ist nichts Neues, dass das jetzt auch gehen kann, aber wir werden das jetzt mal ausprobieren. So, 199 war ja die Frequenz, hat er das schon eingefüllt? Hat er nicht, 240 und... nicht 0 Punkt. Scheiße, jetzt habe ich falsch eingegeben. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass ich es so muss eingeben. So, 90 und der Kurs ist 240 wahrscheinlich ungefähr. Ja, genau so. Ja, gehen wir hier wieder auf ARC und der würde ich doch sagen. Tun wir das mal zu. Fuck, das war falsch gewesen. So zu.
gekotzt. Oder wie heisst der Waypoint, wo wir anfliegen? Oh shit. So. Aha, nein, nicht gekotzt, sondern kotit. Wie weit noch? Ja, es ist aber schon in Sichtweite. 240 Meilen ungefähr. Bis zum TOD, Top of the Descent. Also, ihr seht, im Cockpit ist es jetzt kühler geworden. 21 Grad haben wir jetzt hier nur noch. Schön kühl. Ja. Ja, wie ihr hier seht, der Airbus sucht immer wieder in seiner Umgebung nach VORs, um seine eigene Position, also um seine eigene Position im Trägheitsnavigationssystem nachzustellen. Das machen eigentlich die meisten Flüger so. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob es der Airbus auch mit GPS macht. Macht wahrscheinlich beides. Aber naja. Weil ihr wisst ja, das Navigationssystem, das die Flugzeuge benutzen, das ist, man nennt es Inertial-Navigationssystem oder halt einfach Trägheits-Navigationssystem. Das sind so wie Kreisel, die so ein bisschen gegeneinander drehen. Und die nehmen jede einzelne Bewegung vom Flugzeug nehmen die auf. Und so wird halt die eigene Position bestimmt, unabhängig von GPS-Informationen oder von Satelliten oder was auch immer. Aber das wird natürlich nach mit einem Zeitlimit, wenn ihr das nicht nachstellt, ungenau. Und um das zu verhindern oder um die Position wieder nachzustellen, tun die meisten Flugzeuge, so auch der Airbus offensichtlich, automatisch immer im Umkreis die VORs anfunken und tun sich dann so wieder die eigene Position, mir fällt kein richtiges Wort, die einfach so ihre Position wieder aktualisieren, auf dem neuesten Stand halten, korrigieren. Ja, so funktioniert das. Gut, so wie es aussieht, überqueren wir jetzt gleich die Küste. Also ihr seht hier die Airports, die ist eine richtige Küste zu erkennen, aufgrund von der Flughäfen. Machen wir nochmal Waypoints, ihr könnt hier nicht zwei Sachen gleichzeitig leider. Da vorne sehen wir auch schon die Küste. Das ist mal wieder ganz geil. Seht ihr die Kante dort? Dort hört die Welt auf, eckig. Ganz nice. Ah nein, wobei, das ist wieder... Nein, sorry. Nein. Das ist die verbuggte Wassertextur wieder. Ah, die ist irgendwie total verbuggt, zumindest in meinem Flugsimulator. Ich meine, schaut euch das mal an. Unglaublich. Das ist ein Zeichen, dass der Flugsimulator gleich mal abstürzen könnte. Darum tue ich jetzt lieber nicht mehr so... Zum Beispiel Sichtenwechsel, da ist der Flugsimulator extrem anfällig dagegen. Macht so wenig Sichtenwechsel oder Minimationen vom Spiel wie möglich in dem Spiel... von dem Programm. Und vor allem nicht, wenn ihr so mit Add-on-Flügern fliegt, die sind extrem anfällig. Auf eben so Sichtenwechsel, dass sie dann einfach abstürzen. Wieso? Kann ich euch nicht erklären, es ist einfach so. Zum Beispiel eben der Airbus ist ein Beispiel, das sehr anfällig dazu ist. Nachher PMDG 747 jetzt nicht so extrem, wobei die ist eigentlich auch sehr anfällig, aber die MD-11 ist sehr anfällig dafür. Ja. Und eben hier der Airbus. Und so, das sind eben so Anzeichen, die es manchmal gibt, dass der Flugsimulator gleich abstürzt. Dass zum Beispiel eben jetzt hier das Wasser nicht richtig angezeigt wird oder dass bei den KI-Flugzeugen, dass die unsichtbar sind und man nur Schatten sieht oder irgendwie nur Fahrwerk oder so. Das sind also so ein paar so Anzeichen, wo ihr könnt ablesen, ob der Flugsimulator ein bisschen abstürzt oder nicht. Aber wir hoffen jetzt natürlich nicht, dass der abstürzt, weil es würde mich extrem anschiessen. Aber naja. Was ihr eigentlich noch schauen könnt, ist nach der ILS-Frequenz von LEPA. Palma de Mallorca, ich habe den Flug ja eigentlich schon etwa dreimal gemacht.
Um ehrlich zu sein, bist du etwa viermal nach Mallorca geflogen, das ist unglaublich. Das letzte Mal glaube ich mit der Fokker 100, kann das sein, wenn ich mich nicht irre. Einmal bin ich vom Dingshaus, von Genf aus, mit der MD-11 dorthin geflogen und so weiter und so fort. Ich war dort schon einige Male gewesen, aber noch nie mit dem Airbus hier. Oder doch? Bin ich mal mit dem Standard-Project Airbus und der Helvetic-Bemalung nach Mallorca geflogen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Naja. Ich bin hier auf der Suche nach. Ich fotografiere die Frequenzen immer ab hier im Handyspeicher, um durchzuschalten, wo das könnte sein. Osaka International ist es nicht. LSGG auch nicht. Schauen wir das schöne Flugzeug mal von außen an. Tja, da bin ich auch mal im Verkehrsausziehen, sehe ich gerade. Bei der wunderschönen Coronado. Die verpackte Wassertextur dort hinten. Lissabon. Da bin ich auch schon angeflogen. Fukushima. Komm, ich tue den Flieger mal ein bisschen von vorne filmen. Oder so von Seite. Grausam, die Frames. Kannst nicht zuschauen. Aber naja. Ich finde es immer noch nicht, die hohe Frequenz. Ist unglaublich. Ich komme es einfach noch einmal bestätigen. EGLL, also Heathrow ist es nicht. Nope. Was war das? Jetzt hat das Wetter wieder aktualisiert. Hannover, Gott verdecke, ich habe alles, aber nicht Mallorca. Das schießt mich gerade ein bisschen an. So. Tja. So, jetzt sollte ich dann langsam zu dem Huren. LEPA, zu der LEPA-Frequenz kommen. EDDM, ja Gott verdeck, ich habe wirklich alles. LSGG, wieder eine schon, oh Gott. Oh mein Gott. Es schifft am Boden, habt ihr das gesehen? Gehen wir weiter ins Cockpit. Das war etwas gewesen. Palma de Mallorca, genau. 24 rechts ist 199 und 240. Sehr schön. Gut, das haben wir uns auch noch bestätigen lassen. Und wie weit geht es noch bis zum Top of Descent? Oh Gott, noch. Schätze die 180 Meilen. Vorne gibt es ein kleines Wolken-Dings. Sieht aus wie Watte. Egal. So ein Wolkenhaufen. Wie ein Wattenhaufen, aber egal. So. Ich glaube, so wie es immer so ein bisschen blitzt, haben wir auch einigermaßen Gewitter am Boden und nicht nur mehr Regen. Stimmt das? Hier regnet es jetzt nicht mehr auf dem Kontrollturm. Ja, genau so, verbuggt. Easy, ich bin gerade wieder da. Mache ich schon wieder das No-Go von jedem Let's Player.
So, da bin ich auch schon wieder. Mikrofon habe ich laufen. Ja. Wie lange bin ich weg gewesen? Nicht lang. Oh Gott. Es geht schon langsam so ein bisschen vorwärts, habe ich das Gefühl. Mit unserer Route hier, mit unserem Flug. So. Ganz nice, hä? Easy. Aber so virtuelle Airlines gibt es ja auch. Ich weiß jetzt gar nicht, welche die grösste ist. Egal, es gibt immer so, auch noch so ein paar schweizerische, wie zum Beispiel eben Helvetik, wo irgendwie nicht vorwärts macht. Aber da gibt es ja auch noch Dings, Edelweiss und gibt es eine virtuelle Swiss? Ich weiß es gar nicht. 40 Meilen, 1000 Fuß über uns ist übrigens ein anderes Flugzeug. Holy shit! Verbackte Wassertexturen. Naja. Gibt es eine virtuelle Swiss? Ich weiß es gar nicht. Egal. Nachher gibt es irgendwie noch Cheese Air oder wie das heisst. Aber naja, das ist alles kein Problem. Warte, ich wollte schnell etwas schauen. Der Ansicht da hier. Oh, kann man da irgendwie. Ja, kann man das irgendwie noch die Sicht so ein bisschen verschieben? Schade, das geht nicht. Forward Landing Gear View. Was haben wir sonst noch für Views? Wing View. Oh. Hey, die scheiß Wassertexturen. Okay. Ja, hier mit dem verbackten Wingtip. Wir machen eine Kurve. Ist die Kurve rechtens? Ja, ist sie. Da regnet es wieder. Ich wie das verbackt aussieht. Aircraft. On the wing. Das Arsch. Mit dem Schweizer Kreuz. Das ist ein wunderschönes Bait, muss ich sagen. Rear exit left. Ach, das ist unter dem Flügel. Das sieht gar nicht so schlecht aus, hä? Wunderschön A319. Aber naja, kein Problem. Yes, es nein. Im Gegensatz zum X-Plane ist das hier schon nicht detailliert. Würde ihr jetzt hier beim X-Plane anschauen, würde es viel besser aussehen, aber naja. Ich meine, hier sieht es sowieso irgendwie alles aus wie Wüste mit irgendwelchen Wäldern drauf. Texturen sind mit der Zeit ein bisschen eintönig und ein bisschen farblos. Also, es fehlt mir ein bisschen zu grün in diesen Standardtexturen vom FSX. Holy crap. Das ist zu weissen gar nichts. Oh Mann. Das weiss ich gar nicht. Nachher hier die grosse Woche, die irgendwie aussieht, als würde sie aus der immer gleichen kleinen Wölkchen bestehen. Ja, die Wölkli. Ein bisschen Wattebüschli. So. Jetzt tun wir die Kamera wieder aufs Flug richten.
Ja, ehrlich gesagt, eine kürzere Route sollen wählen. Eine kürzere Route, nicht eine kürzere. Hey, mein Deutsch, mein Schweizerdeutsch schon ist irgendwie hure, ja, im Eimer irgendwie, keine Ahnung. Aber naja. Pull to adjust, Pedal und so, ja. Wie weit? Oh. 140 Meilen würde ich schätzen, 130, 140 Meilen. Bis zum Top of the Sand Day, boah. Endlich. Mach 475, mach 745. Yes, es geht nicht mehr, das kann ich richtig vorlesen. Seht ihr, irgendwie ist nicht gut heute mit mir. Hei, hei, hei. Aber naja. Flight Controls sollten wir nicht ausschalten, sonst können wir das Teil nicht steuern. Das haben Flight Controls so an sich. Aber sonst ist ja wirklich schön designt, muss ich sagen. Oh! Jetzt sind wir jetzt gerade in eine Wolke reingeflogen. Das sieht gerade sehr komisch aus. Oh! Nebu? Nebu? Oder was der Hölle ist das? Fuck, jetzt habe ich irgendwie gemeint, Schieben ist angelaufen, aber dabei sind wir irgendwie durch eine Wolke durchgeflogen. So, naja, Auto ist sowieso Auto hier die ganze Zeit. Ich meine, wenn es ausgeschaltet ist, also so ist es auf Auto. Kann das sein? Keine Ahnung. Wir können sie theoretisch eigentlich drin lassen. Ist nicht so schlimm. Treibstoffablage heute bei diesem Flugzeug glaube ich nicht. Also in echt nicht. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also es kann schon sein, dass es in diesen Flügern, also dass es verschiedene Versionen von dem gibt. Oder es ist ja hier nicht simuliert, aber naja, man kann ja nicht so unbedingt darauf gehen. Und bei so richtigen Treibstoffabgabe wird ja eigentlich nur bei den grösseren Flugzeugen. Also hier würde man, habe ich jetzt gemeint, also ich kann mich natürlich auch erinnern, irren, nicht erinnern. Die hohen Wassertexturen sehen wirklich geil aus. He. Mit anderen Worten, sie sind nicht vorhanden. Aber naja, Treibstoff haben wir mehr als genug. So. Wie gesagt, ich könnte auch mal im X-Plane der Airbus fliegen. Vielleicht dann mal wieder in Japan. Irgendwie habe ich wieder wirklich Lust, mal wieder in Japan zu fliegen. Ja, so kleine Inlandstrecken. So von Stadt zu Stadt hoppen. Dann werdet ihr es im nächsten Video sehen. Werde ich wieder mal mit der CRJ fliegen. In Japan mit einem Japan Airlines JR steht unten drauf, also Japan Airlines Bombardier CRJ-200 Bombardier CRJ-200, um es in Schweizerdeutsch auszusprechen. Gut, wir kommen immer näher an unseren Top of Descent. Ich tue hier schon mal irgendwie eine geringere Höhe eindrehen. Oh, vor uns ist etwas. Was ist echt da? Sie sehen es noch nicht. Also die rote Schiffe wird mir noch nicht anzeigen. Air Traffic. Es ist entweder ein 737, ein Airbus A320 oder ein ATR 72. Außerdem ist jetzt der Blitz eingeschlagen.
Habe ich gesehen aus meinem Augenwinkel. So. Okay, uns hat eine kleine Böen erwischt. Flieh ist gut, 29 Knoten, Seitenwind. Nächster Kontrollturm, LSZB, willst du mich verarschen? Okay. Eigentlich sollte ich nicht auf Dings schalten, auf Air Traffic, weil das kann nämlich auch den Flugsimulator zum Abstürzen bringen. Darum lasse ich das lieber. So. Was gibt es hier eigentlich für Cockpit-Ansicht? MCDU-View. Okay, ACAM, das ist das da hier, ja. Pedestrian. Overhead-Panel. Jump Seat View. Oh, der Jump Seat View, das sieht natürlich nice aus. Wow, das sieht wirklich nice aus. Oh, scheiße. Gefällt mir die Ansicht. Sitzen wir da wirklich auf dem Jump Seat? Nein, wir sind ja einfach in der Mitte rum. Wobei, in echt kannst du den wahrscheinlich irgendwie. Kann man den vielleicht nicht irgendwie da herklappen in die Mitte oder. Den da einen. Ich meine es fast. Egal. Bin ich denn dort wirklich an der Wand? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Jetzt sieht das hure Cockpit geräumiger aus, als es wahrscheinlich eigentlich ist. Naff, oh, jetzt Sicherungen rausnehmen. Türen. Emergency Pull. Also man kann hier unten das aufbrechen in einem Notfall. Dem, dass man da unten durch das Ding durchkommt. Durch die Hundeklappe. Reading Light. Toilet. Uiuiui, da. Sehen wir dort, ob sie besetzt ist oder was? Bin mir nicht sicher, vielleicht schon, wer weiß. Hier der Annunciation Light Test, da leuchtet jetzt gerade alles auf. Oh, alles kaputt hier. Gut, ich muss mal wieder wegnehmen. So, Batterie hat 28 Volt wahrscheinlich. So, Ärmer Light ist auf Arm. Ich habe irgendetwas an jetzt gedrückt, aber ich weiß nicht was. Naja, egal. Oh, gut zu erkennen. Wir haben hier die schönen Lichter. Da hier, wo das Zeug anleuchten. Gut, ich glaube hier, das können wir uns, da können wir uns bewegen damit, ja. Huch, jetzt bin ich doch ganz gerade aus dem Cockpit raus. Moment, wie sieht das aus? Aha, einfach so. Ja, easy. Ich glaube, wieder hier. Ich mache mal etwas schauen.
Ganz vom Boden. Voilà, jetzt seht ihr auch die Lichter, die ich vorhin angesprochen habe. Und vielleicht können wir sie nachher an diesen Schalter sogar noch dimmen. Wer weiß? Keine Ahnung, für was die Schalter dort, also die drei Schalter dort sind, die drei Regler. Das Reading Light und das Dome Light. Also. So, ich würde aber sagen, wir gehen wieder mal ein bisschen in unsere virtuelle Kochbildansicht. So. Gottverdammt, wie lange ist es noch? Oh, gut, weniger als 80 Meilen. Schon mal eine gute Nachricht. So, ich nehme mal einen Schluck zu trinken. Gut. Upsi, upsi, du. Hätte ich fast mit Tisch abgeräumt. Ja. Hey, ich bin froh, wenn wir endlich dort sind, weil die Folge ist jetzt irgendwie, die zieht sich wie ein Moor, das ist unglaublich. So. Aber naja. Gut. Wenn wir jetzt hier über dem Meer sind, habe ich auch wieder ein ganz, ganz wenig bessere Performance. Er geht vom Gas. Oh, Lepa, Lepa, Lepa. Leap, nicht Lepa, sorry. Naja, hier. Oh Gott, ich hoffe jetzt mal, der lässt sich den noch nachher, die Texturen hier. Naja, sonst haben wir dann einfach irgendwie eine Bahn, mitten im Nichts. Aber naja, das wird nicht passieren, die werden sich schon wieder nachladen, aber naja. Kann das sein, dass es leichte Turbulenzen gibt? So ganz leichte. Nice. Es wackelt aus. Ja. Easy. Vielleicht sollten wir mal hier die Anschnallzeichen wieder einschalten. Ah, schau dort vor. Dort vor die sich Texturen wieder nachladen und das sind dann die zwei Inseln. Wir landen auf der Grossen. Gut. So. Was mich jetzt noch ein bisschen stört hier, die Registrierung. Die könnte ich theoretisch noch ändern auf HB. Was ist es? HB JVK. Hotel Bravo Giulia Victor Kilo A319. So. Wir kommen immer näher. Dort hinten ist schon das Ende. Ich glaube es ja nicht. Ey. Boah, der Flug hat sich jetzt verdammt gezogen. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen demotiviert bin manchmal. Ich war demotiviert manchmal in diesem Flug. Aber naja. Ich wollte schnell kontrollieren, auf was ich muss sinken bei den letzten Waypoints. Fuck, hier, genau das wollte ich. Flightplan. Beim Kop. Oh, da gibt es noch eine Flightplan Discontinuity.
Die könnten wir theoretisch noch klären. So, dort müssen wir auf. Was sagt 1000 Fuß? Was mich verarschen? Lunik hier auf. Ich würde sagen, wir gehen doch ein bisschen. Was zum Hölle? Was zur Hölle? Das ist aber hure tief, um ehrlich zu sein. Auf wie viel muss ich da sein? Nicht beim Decelerator, sondern hier beim. Aha, 2700. Ja, das macht natürlich mehr Sinn. Das macht mehr Sinn. Ja, dann würde ich sagen, 3000 tun wir eindrehen. Und ich tue dann mit Heading Mode. Nein, fuck, was habe ich gemacht? Scheiße. Das tut mir leid, das tut mir leid. Ich habe es falsch rein da. Oder besser gesagt, zu früh. Scheiße. Wie sieht das aus? Mann, es wäre erst da vorne. Easy. Kacke, ich hätte nicht sollen drücken. Ich hätte wirklich nicht sollen drücken. VS 1000. So. Bitte plus 1000, ja. So. Und dann gehen wir nachher wieder auf Descent. Sobald wir am Top of Descent näher kommen. Ich würde sagen, wir gehen auf 3000 und nachher, wie ich vorhin gesagt habe, tue ich den mit Heading Mode ein bisschen früher eindrehen. Oder wir können das einfach ganz nach FMC machen auf 2700. Egal. So, das ist wieder weg. Gut, dann warten wir hier noch bis auf den Top of Descent, dann ziehe ich wieder dran. Wir können schon mal 2700. 3000 in dem Fall, er will nicht mehr sinken, dann eindrehen. Wobei, wir können das jetzt wirklich mal versuchen, 100%ig nach FMC zu machen. Wenn ich halt muss durchstarten, kann ich sagen, ja, der Flüger hat es. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder drauf gedrückt, der Idiot. Jetzt ist es mir scheißegal. Kann er von mir aus schon sinken? Kopf, Deko, nein, sorry. Egal. Er wird dann schon wieder mit dem richtigen Gleitpfad. Mit dem grünen Punkt hier kreuzen, das wird er dann schon wieder machen, aber jetzt ist es mir eigentlich gerade scheißegal, um ehrlich zu sein. Das mache ich jetzt sicher nicht noch das zweite Mal wieder steigen. Ah, ich kacke das an. Was ich jetzt theoretisch noch machen könnte, ist hier geschwind rausziehen und nachher einfach auf No-Sinkrate rein tun. Gut, und dann wieder dran drauf drücken oder ziehen. Ist es drücken oder ziehen? Ich weiß es nie. Jedenfalls, dass Descent steht. So. Wir kreuzen es schon gleich. Noch weniger als 10 Meilen. Hey, LS 24, RZ, was auch immer das heisst. Es hat ja auch noch 24 RY gegeben. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Gut. Ich warte immer noch, bis wir endlich dran vorbeifliegen. Ich kann kaum warten.
Hey, die nicht vorhandenen, wir bestaunen noch einmal die nicht vorhandenen Wassertexturen unter uns. Ja, das wird sich dann schon noch aufbauen, hier die Textur am Flughafen. Aber naja, easy, wir sind am Top of the Sand. Jetzt warten wir noch, bis der grüne Punkt kommt und dann drücke ich wieder. Oder ziehe. Eins von beiden. Gut. Du musst jetzt wie auf einen Gleitpfad warten. Es ist langweilig, aber man kann jetzt irgendetwas machen. So, jetzt Descent. Gut, jetzt sollte er eigentlich auf einen grünen Punkt gehen. Jo, funktioniert ja. Schau mal. Oh, wir haben ein paar Turbulenzen. Zum Glück sind unsere Passagiere angeschnallt. Ja, scheint mir. Ja, mal. Ja, schon gut. Ganz okay. Sehr schön, hä? Er sinkt nach Plan. Nicht vorhandene Wassertexturen. Das sind jetzt zwar Wochen, aber who cares? Oh Mann. Ja, wir haben wirklich ganz leichte Turbulenzen. Man sieht es wahrscheinlich. Ja, jetzt wieder ein bisschen. Gut. Oh, fuck! Ach du Scheiße. Bei diesem Wetter kann ich nicht landen. Ich kann kein Autoland machen. Bei diesem Wetter kann ich nicht landen. Das ist eigentlich noch, das ist gar nicht unser Flugplatz. LEMH. Ich wollte schnell schauen, wie das in Lepa aussieht. Tower. Scheiße. Egal, Lepa, hoffentlich sieht es ein bisschen besser aus. Sonst, ich kann so nicht landen, ohne Scheiße in dieser Sicht. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Ich mache mal das Speedbrake ein bisschen raus. So. Schauen wir, dass wir nicht schnell werden. Hey, das stresst mich jetzt gerade. Es sieht irgendwie schon nach Mallorca aus. Wobei, nein, Mallorca hat es zwei Bahnen, es geht so vordran. Egal, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Oh Mann. In diesem Wetter kann ich nicht landen. Ich kann kein Autoland machen. Das würde mir der Airbus nicht zulassen. Aber eben, wir warten jetzt noch bis im Anflug. Nachher kann ich das Wetter immer noch ändern. Das ist ja das Gute daran. Gott, verdammt nochmal die hohe Wassertextur. Das ist unglaublich. Herrgott nochmal. Verbuggt. Gut, Speedbrakes können wir wieder einfahren. Fürs Erste. Ja, da stürzt es wieder ein bisschen tiefer. Ach, kein Problem. Alles kein Problem.
So. So, wir sind 23.000 Fuß. So kann ich nicht landen. Habe ich jetzt schon 1.000 Mal gesagt. So. Lepa wird mir irgendwie immer noch nicht angezeigt. Obwohl wir jetzt gleich schon über der Insel sind. Also werden mir da keine Airports mehr angezeigt. Leib. Versuche hier mal rauszuzwingen, wo der Ding ist. Warte schnell. Das wurde Ding MHN. Ja, es könnte wahrscheinlich der Airport sein, wo uns jetzt hier angezeigt wird. Also der da hinten. Wo verdeckt ist, weil ihr kennt sein Codezeichen nicht, weil er hier automatisch seine VOR-Frequenz eingewählt hat. Das ist die Position. Da wieder mal. Scheißegal. Wir werden ja sehen, ob das Mallorca auch so schlechte Sicht hat. So. Ich lasse euch mal ganz kurz wieder erleben. Bis dann. Vielleicht stößt der Flüger ja ab, wer weiß. Bis dann. Da bin ich auch schon wieder. Oh, more drag, more drag, more drag. Scheiße. Fuck, es ist doch etwas Dummes passiert, als ich weggegangen. Komm voll in die Tiefe mit dir. Dass wir den Gleitpfad wieder streifen. Ah, das ist scheiße. Er hat nicht weg so in dieser Phase. Aber naja, das war jetzt mal interessant für euch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Höhe ich das jetzt hier zum Aufholen habe beim Sinken. Zum Aufholen beim Sinken. Ergibt das Sinn? Egal, Speed, komm schon. Ja, da ist es. Gut, wir haben es wieder aufgeholt. Ist nett. Gottverdammt. Immer nur den Flugplatz wollten wir zeigen. Herrgott, sieht das beschissen und verbuggt rein. Unglaublich. Easy. So, Speedbrakes wieder rein. Gut, er hat bereits seine Geschwindigkeit angepasst, für nachher unter 10.000 zu Fuß sinken. Das ist sehr schön. Wie ihr seht, alle Systeme funktionieren auch in diesem Airbus hier perfekt. In diesem Merge funktionieren sie auch gut. So haben wir jetzt hier die Tower-Ansicht. Da wollte mich doch verarschen. Egal. Lepa hat er immer noch nicht, das müsste ja dort hinten sein. Hinter der Wolke. Holy shit, sieht das verpackt drin. Ja, du die aufbauen wie Tetris.
Voilà, hier, Lepa. Oh, super Wetter. Wetter, schönes Wetter hier. Also, das ist ja ganz gut. Gut, ich bin beruhigt. Wir werden kein Problem mit schlechtem Wetter haben. Nur höchstens mit einem nicht begabten Pilot und irgendwelchen anderen Problemen. Wir machen jetzt gleich unter 10.000 Fuß, das ist ganz gut. So. Ganz nice. So, dann gleich haben wir die Kurven an. Gut, wir sind jetzt gerade unter 10.000 Fuß. Ich tue schon mal die Lichter an. Voilà, da sind sie. So, das ist unsere Kurve. Passing 10.000 Feet. Die Speed Brakes. Ich vertraue jetzt einfach mal mehr Airbus im Sinkflugpfad. Und zwar bis zum Schluss. Okay, wenn wir den Approach Mode rein tun, bin ich mir nicht sicher, ob er näher rausgeht. Aber, oder der Approach Phase, nicht Approach Mode. Der Approach Phase, das ist der hier, die tun wir den aktivieren, wenn er es nicht automatisch macht. Huch, sorry. Huch. So. User-Tipp. Oh, wir werden langsam. Oh, werden wir langsam für den Airbus. So. Ich glaube, der Punkt, wo wir jetzt den R, das D, das ist das große D, ja, das ist das große D für Decelerate. Dezelerate, also wir dürfen dann Geschwindigkeit abbauen. Und so. Gut. LS 199. Hoi. Schön ab der Woche. Also bei dem PA01 müssen wir glaube auf 2700 Fuß sein. Ich denke, das wird gut gehen. Dann werden wir direkt auf einen Approach Mode geleitet. Das läuft fahrgemäss eigentlich relativ gut. Jetzt hier in Mallorca habe ich es natürlich noch nie probiert. Aber ich denke, erfahrungsgemäß wird das kein Problem sein. Gut, wir empfehlen den Localizer. Gut, das scheint doch ein ganz gesitteter Sinkflug zu sein. Beim grossen D tun wir den decelerieren. Warte immer noch auf das grosse D. She wants the D. So. Wir haben kaum Treibstoff gebraucht. Meine Treibstoffberechnungen sind genial. Die hat mir eigentlich der Dings ausgespuckt, da, der Load Manager, aber das ist ja total übertrieben, wie wenn ich mehr gebraucht habe. So, nein, eigentlich ist es nicht übertrieben, aber es ist total übertrieben, wie viel ich eingefüllt habe. Meine 5 Tonnen hätten gelangt. Ich müsste 10 einfüllen. Gut, wir fliegen wieder in ein paar Wölkchen. Oh, es regnet. Oh. Naja. Ich mache mir eher Sorgen um das hohe,
Gelegg, als um einen Regen. Ich kann so echt nicht landen, ohne Scheiß jetzt. Wir sehen es dann, wie es rauskommt. Entschuldige mich schon mal im Voraus. Also wir können hier mal den Luftdruck wieder aktualisieren. Es kann nicht sein, dass es 10.13 ist. Dann ist es halt 10.13. Okay. Ah, sieht doch gut aus, oder? Kann man gerade perfekt. Was ist das dort? Das sieht komisch aus. Ist das eine Villa? Was ist das? Was ist das? Ich habe viereckige Hütte. Ich habe fast irgendwie das Gefühl, es ist ein Stadion oder so, aber es war nichts Interessantes gewesen, leider. Gut, da tun wir decelerieren. Ich tue mal ein bisschen Speedbrakes raus. Weil wir kommen jetzt gleich schon in die Einflugsphase. Es ist Gott. So, das ist jetzt wirklich, ich vertraue hundertprozentig dem scheiß Airbus und seinen Einflugskünsten. Flaps 1. Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt gleich für den ganz letzten Teil noch 1000 Fuß Sinkrate. Und dann tun wir doch noch kurz hier Geschwindigkeit auch noch manuell übernehmen. Gut, 2700 Fuß. So, perfekt. Machen wir Approach Mode. Und warten. So, Flaps. 2, Gear Down. Und Flap 3 mache ich auch gerade. Easy. Gut, Navigation. Ich hoffe jetzt mal, ich tue den Gleitpfad nicht überfliegen. Das würde mich anschiessen. Dann müsste ich wieder manuell fliegen. Localizer, bitte. Localizer ist drin und der Gleitpfad kann kommen. Das ist gut. Ha, da sind wir. Und es fährt auf ein Schiff. Schiff! 10! Dann kann ich das mal brauchen. Gut. Scheibe wischen. Ganz nice. Nice, irgendwie sieht man ihn noch gar nicht. Ah, doch, doch. Ah, da ist er gerade für einen Ploppen. Nice. Gut, gehen wir ins Cockpit. Von hier aus müssen wir nämlich den landen. Ah, da vorne ist Bahn. Wir gehen auf die rechte. Auf die ganz rechte. Ja. Wie gesagt, das Terrain-Dings wird mir nicht angezeigt. Obwohl ich hier Terrain on ND, on Navigation Display, oder was auch immer das bedeuten soll, wird mir leider nicht angezeigt. Tja, schade, aber. Naja. So, liebe Leute, das Beibreak sollte rein. Wir sind wieder zurück. Jetzt ist doch tatsächlich noch der Flugsimulator kurz vor der Landung abgestürzt. Ich glaube, wir sind beim letzten Flug bei dieser Stage hier gewesen, bei der Landung. Und ja, ich habe jetzt einfach mal mir nicht Mühe gemacht, hier noch
den Flugplan neu einzugeben oder so. Ich bin einfach hier noch einmal gestartet und lande jetzt noch einmal hier. Aber naja, wie gesagt, es war lange angekündigt gewesen. Ich habe ganz lange angekündigt, dass der Flugsimulator noch wieder abstürzt und jetzt ist er abgestürzt. Aber naja, jetzt noch für die Landung habe ich gedacht, wenn ich ihn wieder starte. Ich glaube, wir waren sogar schon unter 1500 Fuß gewesen. Also wir haben jetzt wieder ein bisschen vorher angefangen. Aber das ist ja kein Problem. Und ihr seht hier, irgendwie läuft der Flugsimulator wieder viel flüssiger und stabiler. Es ist unglaublich. Tun wir doch noch Spoilers armen, wie er es von uns verlangt. Flaps voll mache ich nicht, ich lande mit Flaps 3. Das hätte ihm vielleicht so sagen im FMC, aber wie gesagt, das kümmert mich im Moment den Scheissdreck. So, gesagt, ich muss den manuell landen, aber das ist ja kein Problem. So, schauen wir noch einmal von außen. Da ist unser Flüger, schön in der Landung. Ganz schön, hä? So, ich glaube, es sollte jetzt wirklich langsam ins Cockpit. So, 700 Fuß. Ich übernehme den gleich. Ja, das Mikrofon habe ich auch wieder eingestellt. So. Dann würde ich doch sagen, übernehme ich ihn. Tick, tick, tick. Gut, da haben wir ihn übernommen. Regnet es eigentlich immer noch? Ja, es ist am Regnen. Gut, dann nehmen wir hier nochmal das Gas ein bisschen wegnehmen. Blip, blip, blip. Ja, jetzt habe ich den Autotrottel rausgenommen, liebes Flugzeug. Vielen Dank. Blip, blip, blip. So. Ich lasse mich ein bisschen unter den Gleitpfad fallen, wie ich das immer mache. So, da sind wir leider ein bisschen hinter der Aufsetzzone. Ich würde jetzt sagen, es war ganz okay gewesen. Bremsen. Reverse Thrust und Brakes. Manual Braking. Und da können wir den Reverse Thrust auch schon wieder rausnehmen. Ich bei FSX gibt es immer voll Reverse Thrust die ganze Zeit. Das ist ein bisschen... Naja, aber egal. So, dann werden wir doch noch schauen, dass wir da vorne noch abbiegen können. Ich bremse jetzt einfach mal ein bisschen stärker. Gut, ich hoffe jetzt mal, die Speedbrakes sind raus, weil ich habe jetzt nicht noch einmal manuell rausgefahren. Werden wir dann sehen im Replay. Gut, dann gehen wir hier raus. So, und ich hoffe, die Landung war einigermaßen okay gewesen, wir werden es dann sehen. Aber naja, fahren wir doch noch schnell zum Gate. Oder zum Gate, irgendeins. Hat sie hier noch andere Flugzeuge? Dort hinten. Ein paar Air Berlin-Kisten. Gut. So. APU. Könnten wir auch schon anlassen. Und so bremsen. Scheiße, jetzt. Viel zu schnell wieder. Fahren viel zu schnell. Aber weißt du was, ich würde sagen, ich stelle ihn doch schon gerade wieder hierher, irgendwo, da zum Beispiel. Ich wollte einfach nicht zu weit fahren. Okay, jetzt habe ich ein bisschen mit dem Bremsen verkackt, aber das ist mir jetzt eigentlich auch scheißegal. Gut, dann würde ich sagen, wenn die APU läuft, läuft sie. Ja, genau, dann müssen wir sie abstellen. Und dann tun wir auch hier noch schnell Aircraft Doors, After und Front. Gut, tun wir
Dings könnten wir auftun da. After, genau. Das sind nämlich unsere Dings da. Ah, kommt jetzt das Kerl ernsthaft Gepäck rausfahren? Das wäre hure geil. Wenn wir mal schauen, was hier jetzt gerade passiert. Tatsächlich. Hure geil. So, unsere Passagiere nehmen jetzt den Sprung von den letzten 2 Metern noch etwa oder 2-3 Meter. Fuck, wie viel sind das? Schon etwa 3 Meter, oder? 2-3. Nehmen die jetzt noch gekonnt. Wahrscheinlich ist es sogar mehr als 3 Meter. Ah, schau mal, da kommt sogar schon das nächste Wägeli mit dem Gepäck. Ganz geil. So standardmäßig, aber egal. Easy, ja. Und ich würde jetzt dann noch kurz ein schönes Bild suchen von dem Flüger und würde mich dann verabschieden. Sieht jetzt vom Tower raus so, nicht so nice. Ja, ich würde einfach so sagen. So sieht doch einigermaßen okay aus. Ja, mit dem schönen Bild von der wunderschönen Helvetic Airways. Es ist eben nicht ein Boeing, es ist ein Airbus. Also, noch einmal. Mit dem schönen Bild vom wunderschönen Airbus A319 von Helvetic Airways verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt noch viel Spaß beim Replay. Ciao zusammen.